Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch etwas über meine allererste SIN erzählen. Die SIN 103 ST SA. Vorher aber noch eine kleine Anmerkung meinerseits. Am Freitag war der Stammtisch des SIN Uhren und Technik Forums. Es war wie immer unglaublich launisch mit furchtbar netten Leuten. Wir haben uns super unterhalten, prima zusammengesessen, es war natürlich zu warm, aber das ist um diese Jahreszeit ja mittlerweile leider normal. Auch wenn von den Offiziellen in Anführungsstrichen des Forums keiner anwesend war, war es trotzdem eine ausgesprochen nette Veranstaltung. Leider habe ich es vorher versäumt zu fragen, ob ich Fotos und Videos machen kann und diese auch in meinem YouTube-Channel verwenden darf. Das werde ich beim nächsten Stammtisch nachholen und hoffe, euch auf diese Weise einen Einblick in den Stammtisch des SIN Uhren und Technik Forums geben zu können. Für Interessierte, den Link zum SIN Uhren und Technik Forum findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. So, nun geht es aber los. Ich möchte euch meine SIN 103 STSA etwas genauer im Detail zeigen. Ich trage die Uhr gerne an verschiedenen Bändern und konnte mich nicht entscheiden, mit welchem Band ich anfangen soll, also lasse ich, was das betrifft, einfach den Zufallsgenerator entscheiden. Und Zufallsgenerator ab! Ich bin selber total gespannt, welches Band das Rennen machen wird. Es ist das Stahlband. Nein, es ist das Morolato-Band mit der Holzoberfläche. So, das ist meine SIN 103 STSA. Sie ist 41 mm im Durchmesser und dies ist bereits die neue Variante mit dem ausgefüllten Kunststoffdreieck hier oben. Das alte Modell hatte hier ein Dreieck mit einer weiß eingesetzten Leuchtperle oder Leuchtpunkt. Ansonsten ist die Lünette identisch als Aluminiumlünette und ist auch so fortgeführt worden. Die Uhr hat 41 mm im Durchmesser. Die Bauhöhe sind, glaube ich, 15,8. Ich müsste es nochmal nachlesen und schreibe es auch in die Videobeschreibung rein. Und das ist auch der einzige Punkt, den ich persönlich als Kritikpunkt gelten lassen würde. Die Uhr ist relativ hoch und wenn man sie lose am Arm trägt, zeigt sich eine gewisse Kopflastigkeit der Uhr. Alles andere finde ich wirklich gelungen an der Uhr. Auch die polierten Flächen, die natürlich bei mir durch eine jahrelange Benutzung bereits einige Spuren zeigen, wie man hier die Mikrokratzer glitzern sehen kann. Aber das gehört für mich zu einem Uhrenleben dazu und zeigt nur, dass die Uhr ihrem Bestimmungszweck gemäß getragen wurde. Verbaut ist ein Valjoux 7750 mit einer schönen Veredelung des Werkes und einem SIN gelabelten Rotor mit wunderschönem Streifenschliff. Ich mag die Uhr und ich mag bei dieser Uhr auch das Glas auf der Rückseite, weil mir das Werk in dieser Ausführung wirklich gut gefällt. Des Weiteren finde ich wirklich gut, dass der Hornabstand nicht so groß ist, sodass auch beim Tragen von einem Lederband kein allzu großer, unschöner Spalt entsteht. Dies ist kein besonders dickes Band. Es ist von Morolato das Band aus Naturholz. Bei dickeren Bändern sollte dieser Spalt noch ein Tick kleiner werden. Ich mag an dieser Uhr, dass sie alles, was sie tut, gut beherrscht und für mich persönlich keine Ausfälle hat. Ich habe Uhren, die vieles von dem, was die SIN 103 STA bietet, besser kann
oder in einer Ausführung, die mir besser gefällt, wie zum Beispiel die Anordnung der Totalisatoren als Trikompax. Das mag ich persönlich lieber. Aber es gibt keine Uhr für mich, die so viele gute Eigenschaften und ein so gutes Gesamtbild zeigt wie die Sinn 103. Dadurch, dass sie aber für mich keine Spitzenqualität hat, mit der sie bei einzelnen Funktionen heraussticht, ist sie für mich in gewisser Art und Weise, und das ist wirklich nicht negativ zu verstehen, auch die langweiligste Uhr, die ich habe, weil ich mir keinen einzelnen Punkt herausschauen kann und sage, das ist was ganz Besonderes. Bei der 240 GZ ist es der Gezeitenring. Bei der 903 das schwarz-weiße Ziffernblatt und die Totalisatorenanordnung. Bei meiner 556i mit der roten Sekunde ist es die rote Sekunde. Bei den anderen 556 ist es der Sonnenschliff. Überall gibt es einen bestimmten Punkt, wo ich sage, ja, das ist was ganz Besonderes. Und wenn ich hier bei der 103 STSA etwas ganz Besonderes herausheben müsste, dann ist es eben die Summe der guten Eigenschaften, aber nicht die einzelne sehr gute. Wenn ich gezwungen wäre, mich auf eine einzige Uhr zu beschränken, dann wäre diese Uhr ganz bestimmt ein sehr heißer Kandidat. Bei den nächsten beiden Bandvarianten ist mir vollkommen klar, dass es hier ein sehr gespaltenes Meinungsbild gibt, nämlich die Chronissimo-Bänder, die die Uhr am Arm doch sehr breit erscheinen lassen und ein klein wenig von der Uhr schlucken, beziehungsweise auch das Lederband mit der Uhr zu einer breiteren und ineinander übergehenden Einheit werden lassen. Hier montiert ist ein Chronissimo-Band in einem ganz, ganz dunklen Braun, was sich ein klein wenig zu dem schwarzen Ziffernblatt absetzt. Was ich persönlich an den Chronissimo-Bändern wirklich mag, ist, dass sie wasserdicht sind und auch zum Schwimmen angezogen werden können. An der Lasche hier kann man sehen, es ist kein Originalband von Sinn, sondern ein nachträgliches Band, aber ich glaube, von den Chronissimo-Bändern gibt es auch nicht so unglaublich viele Hersteller, sodass die Qualität ziemlich gleich sein dürfte. Es ist deutlich dicker als das eben gezeigte und ist trotzdem relativ weich und trägt sich sehr angenehm. Insgesamt ist es bei mir so, dass ich Lederbänder Stahlbändern vorziehe, wenn es um eine längere Tragedauer geht. Die 103 hat wirklich verschraubte Drücker, die auch notwendig sind, um die Funktion auszulösen. Und bei verschraubten Drückern ist die Funktion nicht freigegeben. Ich finde das sehr angenehm, weil es eine versehentliche Bedienung der Drücker unter Wasser ausschließt und man auf diese Weise der Wasserdichtigkeit der Uhr vertrauen kann. Der Nachteil ist, dass eine ganz spontane Zeitmessung, wie es vorkommt, wenn die Frau ruft, stopp mal ganz schnell die Zeit für die Eier zum Frühstück, immer durch das Aufschrauben etwas verzögert wird. Bei uns hat es noch nie dazu geführt, dass die Eier vollkommen misslungen sind. Das nächste Band, was ich zeigen möchte, ist das gleiche Band, allerdings in Schwarz. Und ich hoffe, dass das auf dem Video auch entsprechend rüberkommt. So, bei diesem Band handelt es sich um ein Original-Sinnband. Ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann. Vielleicht kann man es erahnen, denn es ist kein ganz neues Band mehr. Im Grunde ist es das gleiche Band wie das eben gezeigte braune, mit dem Unterschied, dass die Kontrastnähte neben den weißen
wenn Nähten hier schwarz und nicht braun sind und das gesamte Band der Uhr ein etwas dunkleres und ich hätte es fast gesagt Gothic-mäßiges Erscheinungsbild gibt. Ich finde, so passt die Uhr zum Beispiel wahnsinnig gut unter eine schwarze Lederjacke. Macht sich hervorragend und ein Stahlband würde meiner Meinung nach hier nicht ganz so gut aussehen. Das war nur ein kurzer Exkurs. Vielleicht noch zu zeigen, das Sinnband hat die Lasche nicht, mit der verhindert wird, dass die Schließe auf der Haut aufliegt. Ich persönlich finde diese Art der Konstruktion leichter zu schließen, weil man nicht mit der Lasche hantieren muss und das Band noch an einer zusätzlichen Lasche vorbeiführen muss beim Schließen. Das nur als kurzer Exkurs. Das heißt, das braune und das schwarze Band unterscheiden sich im Farbton wirklich nur marginal, aber in real, auch wenn es auf dem Video vielleicht nicht ganz so rüberkommt, ist es erkennbar und macht für mich einen Unterschied aus. Dies ist das vorletzte Lederband, was ich euch zeigen möchte. Auch hier handelt es sich um ein Original-Sinnband in einem dunklen Braun, ohne den integrierten Anstoß der Chronissimo-Bänder, was die Uhr, wenn man sie so betrachtet, präsenter macht. Die Uhr steht deutlicher aus dem Band heraus und wird von der Breite des Chronissimo-Bandes nicht so verschluckt. Man kann das auch, glaube ich, hier am Arm ganz gut sehen. Das Band an sich ist ein relativ dickes Band und obwohl die Kanten versiegelt sind, ist das Band nicht wasserfest. Es ist sehr robust, es macht viel mit Sicherheit auch den ein oder anderen Spritzer Wasser beim Händewaschen oder Regen, ist aber nicht geeignet, um damit schwimmen zu gehen oder Sport zu machen. Dies ist ein meiner Meinung nach von Sinn nicht angebotenes Band bzw. eine nicht angebotene Bandvariante. Ein gelochtes Racingband, was insbesondere im Sommer sehr angenehm zu tragen ist, weil es eine gewisse Durchlüftung für die Haut sicherstellt und meiner Meinung nach auch sehr gut zum Charakter der Uhr passt. Ich weiß leider den Hersteller des Bandes nicht mehr. Ich habe das Band aus den Tiefen meiner Wenderkiste genommen, weil ich dachte, es würde wirklich gut zu der 103 passen. Und wenn es mal verschlissen ist, muss ich selber auf die Suche gehen. Ich weiß nicht mehr, von wo es war. Das Band selber trägt nicht zu dick auf, hat auch keine allzu dicken Anstöße und trotzdem auch hier kein großer Spalt zwischen Uhr und Band. Auch das, wie gesagt, halte ich für eine sehr charmante Variante und zudem, weil das Band relativ weich ist, eine hochkomfortable Tragevariante der 103. Hier haben wir nun das Stahlband. Das Stahlband verleiht der Uhr ein sehr kühles und vielleicht auch sehr wertiges Aussehen. Natürlich verschmilzt das Stahlband durch die integrierten massiven Endglieder mit der Uhr. Dadurch wirkt die Uhr auch nicht so hochbauend, weil die Endglieder an das Gehäuse integriert sind und keinen Spalt lassen. Es handelt sich hier um das zweigliedrige Stahlband mit den mattierten H-Gliedern und den polierten Mittelgliedern, auch wenn das hier vielleicht nicht mehr ganz so deutlich wird, denn die Uhr ist schon einige Jahre bei mir und wurde entsprechend auch getragen. Auch am Arm mit Stahlband, eine Augenweide und eine Uhr, die wirklich sehr viel Freude machen kann. Die Uhr macht sowohl am Stahlband sehr viel Freude, ebenso
am zugekauften Racingband wie auch am braunen Chronissimo und dem schwarzen Chronissimo, aber auch an dem originalen braunen Sinnband oder dem Band mit der Holzoberfläche. Eine Uhr, die sehr vielseitig ist und jeden Tag erneut einen anderen Blickwinkel aufzeigen kann. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt meinen Kanal da unten abonnieren. Und da oben gibt es eventuell noch andere Videos, die euch interessieren könnten. Falls euch mein Kanal gefallen hat, empfehlt ihn weiter. Ansonsten redet bitte nicht schlecht über mich. Bis zum nächsten Mal, euer Watchmaxe.